So, ein bisschen aufgeräumt ist es. Ihr seid gelandet in einem Live-Bastelvideo von Danny, dem Stempeltier, anlässlich der Celebration 2023 von Stamping Up. Wir feiern nämlich Januar und Februar bedeutet Basteln plus Geschenke. Also egal, was man im Moment einziehen lässt, auch wenn man mit dem Bastelhobby beginnt, im Moment lohnt es sich doppelt. Deswegen gibt es auch ganz viele, viele, viele Anwendungsvideos von mir und meinem Team und anderen, damit ihr, wenn ihr die Sachen zu Hause habt, gleich losbasteln könnt. Ich will diesmal gar nichts mehr vorneweg sagen, sondern starte sofort mit der zweiten Funfold-Karte. So. Im Video heute Nachmittag haben wir die hier gemacht. Ich mache die nochmal eben auf als kurze Wiederholung. Das war diese Funfold-Karte. Jetzt habe ich eine weitere für euch, weil ich mir dachte, das Mädchen haben wir noch gar nicht gemacht. Also machen wir jetzt eine Variante mit dem Wichtel-Mädchen und eine etwas andere Fun. Also eine etwas andere, wie sagt man, Technik, um das. Oh nein, heute, ich glaube, heute, für heute sind die Buchstaben aus. Ich glaube, für heute habe ich alle Buchstaben verwendet. So, jetzt machen wir das Mädchen hier drauf. Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Oh. So, ich packe den mal hier hin. Farbkartonmäßig habe ich habe jetzt wieder die fröhlichen Muster genommen. Ja, fröhliche Muster, kurz um es in Erinnerung zu rufen. Eine der Prämien, die ihr bei 120 Euro euch aussuchen könnt, ist eine doppelte. Also da kommen 48 Blatt. Das heißt, ihr könnt wirklich basteln, basteln, basteln. Hallo Sarah. Wie schön, ihr kommt. Ihr kommt. Jetzt brauche ich auch noch Grundweiß, glaube ich, oder? Ein kleines Stückchen. Genau, ein kleines Stückchen Grundweiß brauche ich auch noch. Aber ansonsten eigentlich nur Farbkarton. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es mit wenig Kontrast mache, Mangogelb dazu, oder mit mehr Kontrast mit Osterglocke. Und im Moment denke ich, ist es freundlicher. Wenn schon das Wetter, bei uns ist das Wetter nicht schön. Da muss man sich ein bisschen Sonne basteln. Also würde ich jetzt einfach mit Osterglocke loslegen. Und zwar brauchen wir eine Grundkarte. Jetzt habe ich das Maß der anderen Grundkarte oben reingeschrieben. Ich korrigiere das nach dem Video. Ich korrigiere es nach dem Video. Ihr braucht eine Standard-Grundkarte. Ups. In 21x14. Also das Stempeltier Standardmaß. 21x14. So, den. Appala, den machen wir weg. 14. 21 haben wir, 14 schneiden wir. Und ich glaube, diesmal brauche ich auch kein weiteres. Nein. Das heißt, da kann ich direkt den zweiten schneiden. 21 mal 14. So. Gefalzt wird bei 3 und 10,5. Also einmal bei. So. Ihr kennt das alles bis 3 cm in die Richtung. Bis 3. Das ist aber heute wieder etwas riesig hier, oder? So ist besser. 3 mal bei 3 cm und bei 10,5. Das heißt, ich drehe es um und falze bei 10,5. Das wird dann so und so am Ende gefalzt. Jetzt brauchen wir Designerpapier und Weiß. Die Designerpapiere kommen alle runtergeschnitten auf 13, was machen wir? 13,4. Dann haben wir auch wieder die 6 mm. Also 13,4 mal. Und diese Funfolds, die kann jetzt wirklich jeder mitbasteln, der einen Papierschneider zu Hause hat und Designerpapier. Das ist jetzt erstmal wichtig. Nebenbei lernt ihr noch ein paar neue Dinge kennen. 14 mal, was habe ich denn jetzt gesagt? 13, irgendwas mal
Nee. So, genau. Wir brauchen ja jetzt mehrere Stücke. Er ist jetzt so abgeschnitten, dass ich ihn komplett verwenden kann. Also er hat jetzt oben und unten den Spielraum. Und jetzt schneiden wir uns die Stücke, die wir brauchen. Einmal brauchen wir ein Stück von 7 cm. Das ist für hier. Einmal die 7 cm. Dann brauchen wir einmal 2,6. Machen wir auch wieder in die andere Richtung. 2,6 cm. Der ist für den kleinen Streifen. Und nochmal 14,7. Eschmann, nochmal 7. Nochmal 7. So. Also habt ihr zwei Stücke, die 7 cm breit sind und einen mit 2,8. Na, kommst du mit 2,6? Das sind dann die drei Stücke. Und wir brauchen noch das Weiß in die Mitte rein mit 13,5 mal 7. So rüber sind die 7. Dann machen wir hier 13,5. Nee, 13,4. 13,4. Mal 7. Genau wie das Designerpapierstück eigentlich. So. Also das hat jetzt auch noch mal dieses Maß. Ja? So. Als letztes bräuchten wir dann auch wieder so einen Focal Point, zum Beispiel einen Kreis. Nicht. Wo ist es? Wir nehmen diesmal nicht den Kreis, sondern nehmen tatsächlich jetzt mal das Viereck. Könnten wir auch machen. Das ist ja hier. Wir suchen ein Zuhause. Die müssen alle irgendwie noch mal wieder zurück in ihr eigentliches Set. Ein Quadrätchen mit einmal durch. Da hinten kommt es. Niedriger Lagerbestand im Moment bei den Basics mit PEP. Ist auch absolut super, gerade für Anfänger, gerade im Starter-Set sind die einfach, ich sag jetzt mal, das Nummer 1 Set, was man haben sollte. Das haben wir. Das mal. Ah! Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, weil der ist zu klein. Ne? Ja gut, dann tun wir sie aus. Dann werden wir sie ausstanzen. Das Mädchen. Ist ja kein Problem. Und sie ein bisschen versetzt da drauf kleben. Das geht ja auch. Einmal das Mädel. Ist nämlich auch total süß. Also hier nochmal den Bub. Und jetzt haben wir das Mädchen. Mal schauen. Mal schauen, wer euch am Ende mehr gefällt, mehr zusagt. So. Wer heute Nachmittag aufgepasst hat, weiß, welche Blendfarbe ich jetzt hole. Hallo Moni, hallo Petra. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe von Blends ich mir jetzt hole. Wer hat aufgepasst? Was für Blends würden sich jetzt anbieten für das Wichtelmädchen? Ich hole sie schon mal und hol gleich noch was für ihre Haare. Und was braucht sie noch? Die Haare, sie braucht noch ihr Gesichtchen. So. Na, wer hat es erraten? Mit was für Farben arbeite ich? Genau, Osterglocke ist schon mal gut, Mareike. Also einmal der Blend Osterglocke, passend zum Farbkarton in Osterglocke.
Und was noch? Wir machen am besten gleich mal das Mützchen in. Machen wir mal die Mütze, fangen wir schon mal an und ihr dürft noch die anderen Farben raten, die ich noch so brauche. Osterglocke dunkel, Osterglocke hell, ich male schon mal das Gesicht, Papaya, ja guter Vorschlag, das ist etwas kräftiger hier in dem Designerpapier. Bisschen kräftiger wie Papaya. Papaya geht ja eher so in die Pastelltöne. Keiner. So schauen sie aus. Die Farbe sind sie. Dann löse ich auf Mangogelb. Und was habe ich mir noch geholt? Terrakotta. Dachte mir, das passt vielleicht ganz gut. Ich wollte. Ja, genau. Ich wollte ihre Haare so ein bisschen rötlich-braun haben. Jetzt hast du mir aber mit Papaya, glaube ich, gerade gut geholfen. Entweder nehme ich jetzt nämlich noch Papaya dazu. Oder was ist das hier? Kürbisgelb. Siehst du, ich lasse mich ja inspirieren. Dann machen wir ihre Zöpfe in Kürbis. Wo war jetzt das Papaya hier? Und ihr Kleidchen in Papaya. Noch Schuhe an. Sie hat ja noch Schuhe an. Die ist jetzt nicht sehr classy, aber ich glaube, geht. Ich glaube, geht so. Jetzt wieder die ganzen Blenzen. Die ganzen Blenzen. Sie sehen alle so ähnlich aus, sind aber doch unterschiedlich. Jetzt brauchen wir die Stanzform vom Mädchen. Schwupp. Ein Stückchen. Könnt auch ein Post-it nehmen, also irgendwas, um es mal grob zu fixieren. Dann kann es euch nicht mehr hin und her wabbeln und dann einfach einmal durch die Maschine. Und schon kommt der Zwerg hinten raus. Zwerg oder Wichtel? Sind Zwerge gleich Wichtel?
Oder ist das ganz was anderes? So, jetzt haben wir unsere Teile hier. Alles, was wir brauchen. Den hier weg. Den auch weg. Dass ihr nochmal die Übersicht habt. Huch. Wie am Schluss die Teile ausschauen. Also die drei sind alle identisch. Die Länge sind sie sowieso alle gleich. Und 7,77, 2,6. Das wird jetzt hier drauf geklebt. Die Blends. Ja, 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 ja. Und weil wir kleben wollen, jetzt weiß ich wieder, was ich euch unbedingt innerhalb des Videos zeigen wollte. Und zwar, wie einfach ihr den Kleber wechseln könnt. Ihr müsst nämlich aufpassen beim Bestellen, ob ihr den Roller bestellt oder den Nachfüller. So, das ist jetzt ein Nachfüller vom normalen Stampin' Seal. Und hier ist ja immer noch, ich habe ja gerade im Moment in allen den Stampin' Seal Plus. Das brauche ich aber nicht, weil ich brauche nicht überall die starke Haftkraft. Ich kann den jetzt also einfach rausnehmen, lagere ihn mir im Regal, setze mir meinen normalen, also den normalen Flink und Fest ein, nicht Flink und Fest Plus, sondern den normalen Nachfüller. Ja, und kann den jetzt als normalen verwenden. So, jetzt darf ich mal gucken. Einmal hier. Oh! Wäre auch schön gewesen. So, muss er natürlich, er muss erstmal einmal anfangen zu rollern. Jetzt. Zack! Das ist halt Komfortbasteln. Ich weiß, es hat jeder so seine Vorlieben, was Kleber angeht, aber ich will ja entspannen beim Basteln. Bin ja nicht auf der Flucht, ich möchte mich entspannen. Und das heißt dann auch, dass ich mein Werkzeug gerne so habe, dass ich es mir leicht mache. Bevor ich es mir zu schwer mache. So. Überlege ich gerade, ob wir. Ich brauche nochmal so einen Streifen. Ha, ich brauche nochmal den. Fehlt mir ein Streifen. Nochmal die 2,6. Jetzt gerade mal gucken. So, nochmal einmal 2,6. Hui. Fast vergessen, der kommt ja, muss ja hier am Rand nochmal hin. Da gar nichts mehr hiermit. Der letzte Kommentar ist Papaya, den ich gesehen habe. Hoch. Was macht ihr denn morgen am Feiertag? Was macht ihr denn da? Bastelt ihr da? Macht ihr einen Ausflug? Geht ihr raus? Bleibt ihr drin? Was macht ihr morgen? Wühlt ihr euch durch den Katalog? Das ist so ein schöner Schmökertag morgen. Ja, ich behalte mir mal gerade vor, den so oder so reinzukleben. Drum machen wir erst den vorne. Da bin ich mir sicher, dass ich ihn mit den Sternchen haben möchte. Sternchen gehen immer. Sternchen sind toll. So. So. Oh. Machen wir die Blumen rein, dass man, wenn man das aufklappt, was anderes hat? Oder wollen wir einfach Uni bleiben? Wollt ihr Sterne oder Blumen? Der Erste entscheidet wie immer. In der Zwischenzeit hole ich Dimensionals auf unseren Wichtel, auf unsere Wichteldame. In Thüringen ist kein Feiertag. Ach je. Das heißt dann wahrscheinlich Alltag, vermute ich. Dafür dürft ihr einkaufen gehen. Und müsst euch nicht den Stress im Einkaufsladen geben,
Gerade bei Obst und Gemüse vor dem Feiertag ist es immer herrlich, als würde man 2 Tage später nichts kaufen können. Sterne, hat die Simone gesagt. Ich glaube, du warst die Erste, oder? Mit Sterne die Erste. Dann lassen wir die Sterne. Ich finde die auch schöner. Oh, finde die auch schöner wie die Blumen. Okay, Freitag nur halber Tag dann, Sarah. So. Jetzt brauchen wir aber noch, genau, jetzt brauchen wir noch vorne wieder unseren Kreis, Kringel oder was auch immer. Vielleicht können wir jetzt ja den halben nehmen. Ich mag ihn ganz. Es tut mir so leid, Karin, aber ich mag ihn ganz. Oder wir bleiben hier bei dem. Wir bleiben hier bei dem Viereck. Nee, zu klein, ha? Too small. Großer Kreis, ja, großer Kreis. So, wir können wieder die Falzlinien nachziehen. So, bei den Farben ist es jetzt so, wir hatten natürlich mal Band auch in der Farbrichtung. Aktuell nicht. Also würde ich vorschlagen, wir nehmen. Nehmen wir weiß. Wir könnten weiß nehmen. Oder wir können auch einfach Kordel nehmen. Ja, wir können auch einfach mal eine Kordel nehmen. Wir müssen ja nicht immer ein Band nehmen. Kordel ist auch hübsch. Wir haben ja sogar, Mann, wir haben ja sogar gerade die drei hier. Hallöchen Doreen. Oh, Renata, auch kein Feiertag. Ach, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann vergesst, was ich gesagt habe. So, das wäre auch gegangen, ne? Das jetzt hier im neuen, das ist die neue Dreierkordel, die ich ja so toll zu den Karotten finde. Also die beiden zu den Karotten und der ist einfach sowieso total schön. Jade, ne? Jade ist sowieso mega und die beiden gehen auch. Die Kombi zu dritt finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die drei miteinander zu verwenden, aber muss man ja nicht machen. Muss man ja nicht. So, jetzt hatten wir heute die Blume bei dem die Blume, dann machen wir doch jetzt was haltet ihr vom Eichhörnchen? Dann machen wir doch jetzt das Eichhörnchen. Und ich überlege, weil das hier so rumliegt, kann man. Wenn es doof ausschaut, ich habe noch einen zweiten Kreis, keine Sorge. Aber ich mops mir jetzt mal die Hügel aus dem Bauernhof. Eigentlich wollte ich ja mit dem Bauernhof machen und dann dachte ich mir, nein, wir haben jetzt mit den Wichteln heute angefangen, dann beenden wir den Tag auch mit den Wichteln. Sonst wäre es der Bauernhof gewesen. Also wir gucken jetzt mal, wie das ausschaut, wenn sie hier so Hügel bekommt. Und auf dem Hügel das kleine, wo ist er? Ich bin doch rausgeholt. Ich habe den doch gerade rausgeholt, Leute. Hab ich den jetzt hier reingemacht? Nein, da hinten klebt. Da hinten klebt er. Eichhörnchen, Eichhörnchen. So. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber ich glaube, jetzt passt sehr gut der Spruch da rein. Unabsichtlicherweise passt jetzt wunderbar. Jawohl, perfekt. War natürlich geplant. Ne? Ihr wisst das, war natürlich monatelang im Voraus geplant, dass das jetzt da oben hinpasst. Hallo, wie geht's denn so? Ich
muss ich mich nur wieder entscheiden, welche Farben wir hier nehmen. Ja, du bist ja auch schon ganz alt. Was bist du denn? Oh, Hellwaldmus. Also dunkel wollte ich jetzt eigentlich nicht. So dunkel wollte ich nicht. Ich wollte eher sowas haben wie helles Oliv, genau. Doch, ich find die ja großartig, oder? Was sagt ihr zu diesen Hügeln? Die passen ja dann zu allem, was wir hier so haben. An Tierchen, an neuen Tierchen oder so. Hügel, sehr gut, Hügel. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, wie ich es aufklebe. Und zwar darf ich ja nur hier und hier. Sonst geht der Fold nicht mehr auf. Das heißt, ich klebe mir meine Dimensionals auf den mittleren Balken hier. So, vielleicht. Drei sollten reichen. Und unser Mädchen. Ach, herrje. Heute Nachmittag sage ich noch, wir sollten uns immer einen kleinen Himmel machen. Und schon wieder hätte ich beinahe den Himmel vergessen. Jetzt will ich aber den Klecks nicht so haben wie beim Wichtel heute Nachmittag. Das heißt, ich gehe immer einmal kurz hier in dem Case und nehme so ein bisschen was wieder weg. So, ein bisschen Himmel. Und unser Mädchen sitzt auf der Karte. Na, das ist ein bisschen lang. Das ist ein bisschen lang. Mal ein bisschen kleiner ziehen, oder? Hier sitzt. So, da sitzt sie. Huch, da sitzt sie. Also, noch eine zweite. Jui, eine zweite Verwendung für euch. Zweite Funfold zu den Wichteln. Ihr dürft abstimmen. Ihr dürft abstimmen, welche euch besser gefällt. Ob das Mädchen oder der Junge. Hallo, wie geht's denn so zu deinem Geburtstag? Wie? Ha, ha, ha. Und ich mache jetzt aber dann hier auf. Ich mache sie noch auf und wir machen auch noch was innen rein. Und zwar der Spruch mit dem Geburtstag. Genau, machen wir den Geburtstag noch rein. Und den mache ich jetzt auch in, das passt jetzt zu dem Bubi gar nicht, lila wäre der Favorit von Bianca, Monika mag gelb. Beide. Ich weiß es auch nicht. Die Farbe ist eigentlich, so, und dann passt es. Also von den Farben her, glaube ich, jetzt noch mit Terrakotta hier reingestempelt. Den Spruch einmal geschwinde sauber machen. Jetzt habe ich auch wieder eine Nachfüllflasche. Jetzt geht das wieder. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. Schrubbel, schrubbel, schrubbel und sauber. Genau, und dann könnt ihr da noch was reinschreiben. Eure Geburtstagswünsche.
Und dann wird das hier wieder zugemuckelt. Hui. Na. Aber jetzt. So. Und wer die Wichtel nicht hat und die Karte machen will, der nimmt sich einfach geschwinde die Eule. Ja? Und macht die Karten mit der Eule zum Beispiel. Ja, könnt ihr hier auch machen. Das muss ja nicht der Wichtel sein. Ihr könnt quasi hier euer Motiv ja tauschen. So, was mache ich denn jetzt noch? Mache ich euch noch? Ich gehe jetzt mal, ich verabschiede mich aus diesem Video zunächst und mache noch ein weiteres, wo ich euch die Accessoires zeige. So machen wir es. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, auf Wiedersehen. Vielen Dank für eure Zeit mit mir, wie immer. Stöbert mal durch die Celebration. Huch. Nächste Sammelbestellung mache ich morgen Abend um 8 Uhr. Wer da also noch was mitbestellen möchte oder auch noch Fragen hat. Natürlich dürft ihr euch auch bei Fragen an mich wenden. Ich habe heute auch schon ganz liebe Telefonate führen dürfen mit einem neuen Teammitglied. Ich freue mich ganz riesig, dass wir ein bisschen Unterstützung bekommen. Zuwachs im Team. Und ja, freue mich auch, euch kennenzulernen. Also das ist wirklich so spannend. 8 Jahre Demonstrator und so viele tolle Menschen kennengelernt, quer über Deutschland und Österreich. Es ist wirklich faszinierend. Hätte ich nicht gedacht. Ich war am Anfang, das ist jetzt so ein bisschen, ist doch so ein bisschen plaudern am Schluss, bevor ich wirklich rausgehe. Am Anfang hatte ich das Gefühl, Mensch, ich bin hier ja der Einzige, der bastelt. Ich bin hier ja ganz alleine und bastel. Bis sich dann rausgestellt hat, Mensch, durch das Basteln, durch genau das hier und genau durch das, was ich mit Stempeltier begonnen habe, habe ich so viele Menschen kennenlernen dürfen. Und jetzt auf einmal kenne ich Leute, mit denen man dieses Hobby teilt, mit denen man die Leidenschaft teilt. Das war am Anfang nicht. Also das war nicht der Grund, dass ich gesagt habe, oh, ich kenne schon so viele Leute und ich kann Workshops machen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich war diejenige immer, die gebastelt hat. Und die anderen sind zu mir gekommen und haben gesagt, kannst du mal, kannst du mal. So, und jetzt habe ich euch, mit denen ich basteln kann. Ja, dafür bin ich so unendlich dankbar. Oder auch für mein liebes Team. Der ist eine Riesenportion Liebe, geht da an euch jetzt auch mal raus. Ohne euch wird es ja gar keinen Spaß machen. Dann wäre ich ja wieder, wie vor 8 Jahren, alleine am Basteltisch und würde das ganz, ganz allein für mich machen. Von dem her ein Riesendankeschön. Jetzt machen wir das Video zu Ende und wer will, sieht mich dann gleich nochmal wieder in ein paar Minuten. Technisch dauert das so 2-3 Minuten. Und dann gucken wir uns die Accessoires an. Macht's gut, eure Dani von Stempeltier.